Da war ganz schön was los, und zwar beim Familienfest der Arbeiterkammer Niederösterreich gemeinsam mit dem ÖGB. Mehr als 2800 Besucherinnen und Besucher, und diese Zahl schlägt auch dieses Jahr wieder alle Rekorde, ließen es sich nicht nehmen, am Gelände Wieselburger Messe mit einem vielfältigen, ausgelassenen und informativen Freizeit- und Eventprogramm einen erlebnisreichen Tag zu verbringen. Heuer wieder sensationell. Um 10 Uhr war der offizielle Beginn. Um 9:45 musste schon geöffnet werden, weil die ersten 100 Leute hier gestanden sind. Um 11 waren es 1000. Jetzt habe ich gehört, sind wir schon weit über 2000. Das Wetter wieder sensationell. Ja, und die Angebote, man sieht es hier für die gesamte Familie. Und das ist der Erfolg eigentlich, dieses Rezept, kann man sagen, Familienfest, Arbeiterkammer und ÖGB Niederösterreich. Weil die Kinder in einer ganz, ganz tollen Atmosphäre sich spielen, unterhalten können. Aber was wichtig ist, auch die Eltern können Informationen mitnehmen. Man sieht es bei unseren Infoständen der Fachausschüsse, der Gewerkschaften. Vielleicht stellen Sie gerade heute die eine oder andere Frage, die Sie schon länger stellen hätten wollen. Heute haben Sie die Chance hier. Also es hat mehrere Gründe. Der wichtigste Grund ist, gerade junge Familien stehen eh so unter Druck. Und da ist es schön, einen Tag im Jahr einmal ein Familienfest zu machen, wo man auch ein bisschen Danke sagt, dass die so viel arbeiten unter dem Jahr, wo das Angebot da ist, dass man mit den Kleinsten kommt, wo auch ein bisschen Information sozusagen als Nebeneffekt ganz leicht möglich ist. Während die Kinder unterwegs sind, können die Eltern das Informationsangebot der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer nutzen. Also sozusagen ein Tag mit mehr Gewinn. Mit an Bord die Kidsmania Smiley Tour, die den kleinen Besuchern auf über 20 Stationen Spiel, Spaß und jede Menge Abenteuer liefert. Dazu haben der Aerotrim, also der Schwerelosigkeitssimulator, sowie die Hüpfburg und das Bungee-Trampolin für Höhenflüge und Nervenkitzel gesorgt. Wir machen das eigentlich ja schon seit einigen Jahrzehnten, muss man sagen. Familienfest generell. Früher war es der Tag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wo es einmal im Jahr in einem Teil Niederösterreich stattgefunden hat. Seit 5 Jahren zurück machen wir es in allen 4 Vierteln Niederösterreichs. Und man sieht, dass die Beteiligung eine ganz, ganz große ist. Bei jedem Fest immer über 1500 Besucher, einige über 2000. Also wir bewegen zwischen 8.000 und 10.000 Menschen, Arbeitnehmer, Familien, Kinder in Niederösterreich. Und das ist das, was uns ausmacht. Wie jedes Jahr liefert das Mostviertel die 4. Ausgabe des Familienfestes. Das ist der Abschluss unserer Familienfeste Niederösterreichs. Wir sind hier immer in der Messehalle Wieselburg, weil wir sagen, Oktober ist ein bisschen ungewiss, wie das Wetter ist. Eigentlich hätten wir die letzten 3 Jahre auch in Wieselburg im Freien es machen können. Aber wir sind auf der sicheren Seite, so wie wir immer sagen, wir sind auch an der Seite der Menschen, der Arbeitnehmer Niederösterreichs. Und das ist unser Auftrag und darum machen wir das sehr, sehr gerne. Umgekehrt haben die Kids eine Freude, sich hier im Spielrevier einmal so richtig auszutoben. Ja, es ist absoluter Wahnsinn. Ich meine, so viele Kinder, so viele Leute, so viele Attraktionen. Meiner ist ja 3,5 und fährt halt voll auf die Bruderfahrzeuge an und auf die Erden vom Seiringer mit den ferngesteuerten Fahrzeugen. Also es ist ein Wahnsinn. Es ist absolut für die Kinder ein Highlight. Highlights, die gerne auch mal die großen Besucher in Angriff genommen hätten. Leider darf ich die Hufburg nicht rein, aber sonst wirklich ein super Angebot und ich glaube, ich werde noch länger bleiben. Also was ich da schon Bekanntschaften getroffen habe, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, von Lunds kommen sie, von Ips kommen sie, und man trifft und man redet und man hat eine Gaudi und die Kinder sind beschäftigt. Das ist einmal das Wichtigste. Beschäftigt mit allerlei Stationen und die sind alle... Ja, optimal. Ich meine, die Arbeiterkammer macht ja relativ viel für die Leute und dass sie heute was für die ganze Familie machen, auch für die Kleinen, ist eigentlich total super. Was habt ihr da heute schon alles gemacht? Ich bin schon voll in die alle Hüpfburgen gegangen und haben alle Stempel gesammelt. Wir sind von Schuhen runtergerutscht und wir haben ganz viele Stempel gesammelt. Und. Denn das Angebot beim Familienfest der Arbeiterkammer und des ÖGB war mehr als nur ein Stück Abenteuer.